Einen wunderschönen guten Tag damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Train Simulator 2019. Wir befinden uns heute mal wieder auf einer sehr schicken Karte. Wir haben das schon das ein oder andere Mal getestet, zwar auf einer Erweiterung der Strecke Karlsruhe-Mannheim bzw. Karlsruhe-Frankfurt-Highspeed. Und zwar war ja auf dieser Karte immer dabei eine Erweiterung bzw. eine Nebenstrecke, weil es in der Standardkarte quasi schon teilweise ausgestaltet. Ein Teil der Stadtbahnlinie S2 und hat sich immer dran gesetzt, das Ganze erweitert. Es ist halt aufgehübscht und jetzt eben nicht nur aufgehübscht, sondern wie ich gerade schon angeteasert habe, eben erweitert. Und jo, das ist echt eine schicke, schicke Sache und... Jo, jetzt dürfen wir hier nämlich eine weitere Linie fahren und zwar die Tramlinie 2. Wir stehen jetzt hier in Wohlfahrtsweiher und ja, genau, wir können gerade mal vielleicht mal, wir teasern mal ganz kurz ein bisschen. Und zwar, wir stehen jetzt hier, genau, da unten, im Wohlfahrtsweiher Nord und das Ganze ist eben von der Gleisform an die reale, an das reale angelehnt. Genau, der ganze restliche Kram ist, hier geht es ja weiter nach Norden, der ganze Kram. Hier ist die originale Nebenstrecke, die S2. Genau, Blankenloch. Genau, die geht dann ein bisschen weiter nach oben, ein bisschen parallel. Da haben wir hier die Endstation. Und damit man noch ein bisschen mehr durch Karlsruhe fahren kann, wurde hier tatsächlich weiter erweitert. Wir können zum einen mal hier die Linie 1 nach Durlach fahren, die Linie 2 nach Wohlfahrt 2. Und dann haben wir hier noch Verbindungsstrecke, eben da die S2 ja auch von hier kommt. Und dann eine Verbindungsstrecke nach da oben. Die werden wir jetzt im Laufe der Zeit vielleicht so ein bisschen abfahren. Und ja, wir stehen heute genau hier in Wohlfahrt 2er. Und ich muss sagen, ich habe den Zug hier gespawnt vorher. Und also bis auf die Tatsache, dass hier keine Wendeschleife ist, richtig geil. Also tatsächlich, der Weg da oben, wie man da reinkommt, kann man tatsächlich echt gut wiedererkennen. Ich denke mal, je nachdem, welchen Anspruch man hat, ich habe letztes Mal schon gehört, hö, die Strecke ist voll scheiße nachgemacht, hö, das ist bestimmt voll nicht mit dem Realen überein. Ich muss allerdings sagen, als jemand, der da schon mal auch lang gefahren ist und natürlich auch schon mal eine Karte gebaut hat und weiß, wie im Rahmen des Möglichen man das machen kann, vor allem im Rahmen von einer Freeware-Erweiterung, die nur so ein bisschen nebenher ist und vor allem auch im Rahmen des Train-Simulators, der im Vergleich zum OMSI da wesentlich weniger... Individualität und sowas zulässt, wo es wesentlich schwieriger ist, so eine Nahverkehrslinie hier zu erstellen, muss ich sagen, macht das schon echt was her. Also ich schilder auch mal irgendwie so weit, damit da zumindest mal 2 steht. 2, ja, sieht gut aus, da kann man vielleicht noch irgendwie suchen, uns noch was Schönes aus. Was wir vielleicht auch hier haben in Karlsruhe, die 2 fährt ja über den Hauptbahnhof. Das heißt, wir können doch bestimmt Hauptbahnhof schildern, oder? Haben wir nicht einen Hauptbahnhof irgendwo? Hauptbahnhof 709, ja wunderbar. Dann nehmen wir einfach die... Ich habe vergessen, 709 habe ich, glaube ich, gerade gesagt, gell? Weil der Hauptbahnhof fährt ja die... Ne, 709 ist anscheinend falsch. 709? Doch, 709. Hauptbahnhof. Machen wir nochmal. Ziel 709. Eingabe. Hat er jetzt nicht vorzumachen? Okay. Müssen wir vielleicht erst den Kurs einstellen. Kurs 1. So, ja, irgendwas einstellen. Dann machen wir jetzt hier Ziel... Da ist schon mal 709. Oh ja, ich guck mal, vielleicht kriege ich das im Nachgang noch irgendwie geregelt. Genau, 92 für U2. So haben wir ja drin. Und als Ziel. Ach, da ist irgendwas. Ey, was ist ein bisschen verbuggt. Naja, gut, das ist jetzt ja nicht schlimm. Vielleicht kriege ich es verdammt nicht später gerichtet. Naja, gut. Ich würde sagen, wir fangen gerade mal los. Ist auch nicht so schlimm. Und also die Linie, die 2, die ist eine relativ lange Straßenbahnlinie in Karlsruhe. Das ist also nichts, das nochmal ganz kurz so ist. Und die fährt auch nicht direkt, sondern die fährt auch so einen richtigen Schlenker durch. Also jeden Schlenker, den du quasi in der Stadt mitnehmen kannst, den nehmen die mit. Und du kommst im Prinzip vom Südosten der Stadt in den Nordwesten. Und also das sieht man tatsächlich relativ viel. Wir bleiben, wie gesagt, jetzt in dem, also einen kleinen Teilbereich davon. Ich weiß gar nicht, die Fahrzeit im Großen und Ganzen. Was hat die denn für eine Fahrzeit? Also... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Relativ lang, also ich würde schon mal über eine Stunde schätzen, denke ich mal. Kriege ich das gerade irgendwo rausgedingst oder nicht? Nee, Relativ lang. So, Wohlfahrt 2 Nord sind wir gestartet.
Jetzt müssten wir eigentlich Durlach Zündhütle. Kurz gucken, werden wir gleich sehen. Vielleicht haben wir es auf 9 irgendwie. Das ist hier auf jeden Fall so eine kleine Umsteigestation zu verschiedenen Buslinien. Andere Bahnlinien haben wir jetzt noch nicht. Da treffen wir, wie gesagt, das erste, was wir treffen, ist dann später die 1, die dann von Durlach kommt. So, dann müssen wir hier einmal. Also hier Umsteigestelle zu diversen Buslinien. Sieht auch schon so ein bisschen danach aus tatsächlich. Genau, und auch von der, ich finde von der Bahnanlage her. Also ich finde, man muss auch mal ein bisschen so, der Gleiskörper an sich ist stimmt halt eben überein mit den realen Begebenheiten und auch so die Gestaltung im Groben und Ganzen. Ich verlinke euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch das, den Thread im Forum. Aber auch so ein paar Vergleichsbilder sind, da finde ich, kann man ganz gut sehen, dass also sich echt Mühe gegeben worden ist im Rahmen hier des Möglichen natürlich. Und ja, im Grunde gibt es, dass mir das echt gut gefällt. So, Fahrmaterial gibt es, wie gesagt, nicht so wirklich passendes. Der Hersteller empfiehlt auch eben im Prinzip die Was wollte ich sagen? Genau. Man soll eben die Fahrzeuge aus U-Bahn Frankfurt verwenden. Und das machen wir jetzt eben auch. Wir fahren heute mit dem U3-Wagen. Ich glaube, wir werden es in Zukunft auch ein bisschen mit anderen Wagen hier das Ganze anschauen. Ich habe mir gedacht, also gut, das ist eigentlich sehr unreal, was ich gerade mache. So, auf der 1 fahren nämlich manchmal mit Doppeltraktion 6-Achser. Was ich jetzt dann hiermit hätte versucht nachzustellen. Die Linie 2 allerdings nicht. Die ist meistens besitzt von einem 8-Achser oder einem 6-Achser. Das heißt, ich hätte sogar eigentlich eine Einzelbahn nehmen können. Ach, ungünstig. Naja, gut, das habe ich jetzt schon so platziert. Da kann ich jetzt auch nichts machen. So, Sängerfahrgäste. Nächster Halt. Steinmecker Straße, passt das? Ich bin absolut nicht. Oh, hier ist Kurzzug. Das sind wir, gell? Also ich glaube auch, dass die Bahnsteige vielleicht einen kleinen Ticken lang sind. Genau, weil ich. Das sollte eigentlich nicht auf eine Doppeltraktion 8-Achse. Das ist eigentlich nicht ausgelegt, glaube ich zumindest. Also bin ich mir halt absolut nicht sicher. Müsste aber eigentlich nicht. Nee. Ah ja, gut. Dann schauen wir mal. Bis wir ja abfahren können. Und was uns denn sonst noch so hier auf der. Genau, einmal so. Was uns denn sonst noch hier auf der Linie so erwartet? Bin auch auf den etwas größeren Teil später gespannt. So, ich guck mal kurz, ob ich nebenher mir einen Linienverlaufsplan aufmachen kann. Genau, super. Weil ich bin leider absolut nicht firm, was die Linie angeht. Wir sind da mal ein bisschen durch die Gegend gewandert, so in der Region. Aber ansonsten kenne ich mich da absolut nicht aus. So, nächster Halt, Schlesier Straße, Klammer West. Okay. Ich versuche es mal nicht, die Ansagentante nachzumachen. Das entspricht absolut nicht meinem Stimmendings. Aber zumindest bin ich hier schon mal lang gefahren im Vergleich zur S2, die wir letztes Mal gefahren sind. Ist es zumindest mal eine Linie, die ich schon mal als Fahrgast miterleben durfte. So, hier haben wir den Haar. Okay. Ist aber schön platziert, muss ich sagen, hier schön, dass er dann Bahnsteig Anfang hält. Das gefällt mir. Ist cool gemacht. So. Machen wir mal schön die Türfreigabe hier mit rein. Jo, genau, das Ganze geht im Prinzip bis Tuller Straße Verkehrsbetriebe. Da könnte man dann wechseln, was man auch einstellen kann auf die S2, dass man so eine gemeinsame Linie hat. Allerdings machen wir das heute nicht. Ganz kurz zur Unterscheidung. Wir fahren jetzt heute die Straßenbahnlinie 2, also die Tramlinie. Genau, und die S2, die wir letztes Mal gefahren sind, das ist die Stadtbahnlinie S2. Die fährt allerdings mit den gleichen Fahrzeugen und ebenfalls mit der gleichen Spannung, was sie halt eben von den anderen Stadtbahnlinien, von den Zweisystem-Stadtbahnlinien unterscheidet. Die Zweisysteme fahren ja zum einen durch die Innenstadt mit den 57 Volt Gleichstrom, aber auch eben auf den DB-Gleisen. Da sehen wir auch nachher, da kann ich auch kurz noch mal was dazu sagen, aber sowohl jetzt die Tramlinie 2 als auch die Stadtbahnlinie S2, können von den gleichen Fahrzeugen eben bedient werden. Und ja, exakt so ist es eben. Es ist nur als Stadtbahn eben deklariert, ist aber eine Einsystem-Stadtbahn und fährt deswegen nur mit dem einen Innenstadtstromsystem. Deswegen könnte man ja theoretisch auch tatsächlich in Anführungsstrichen legalerweise einfach den Linienteil wechseln mit dem vorhandenen Rollmaterial, was dann absolut kein Problem wäre an der Stelle.
So, genau, was haben wir noch? Genauso wie die S1 eben auch. S1 ist 11, sind auch eben ein System Stadtbahnlinien. Allerdings im Vergleich zu S2, auf der S2 dürfen nämlich, da wird glaube ich nur nach BO Strapp gefahren, also nur als Straßenbahn, dann brauchst du keine Eisenbahnzulassung, was sich dann von der S1 unterscheidet. Deswegen fuhren nämlich früher, nee, tun es immer noch, stimmt, deswegen fahren nämlich auf der S2 immer noch die normalen Straßenbahnwagen, die auch in der Innenstadt unterwegs sind und nicht nur die auch für die Eisenbahn zugelassenen neuen Stadtbahnen. Ja, exakt, so ist es eben ein bisschen. Das heißt, hier könnte man im Prinzip mit allmählichen Kram langfahren, auch die S2. Das heißt, die Linien, die hier verfügbar sind, kann man komplett hier mit Straßenbahnen betreiben. So, was ich echt mal gespannt bin, ist Durlach Bahnhof. Da kreuzt man dann zum einen auch die Hauptstrecke, die eben, ne, das Addon eigentlich auch darstellen sollte. Nee, ich glaube, das tut es gar nicht. Doch, Durlach fängt im Prinzip auch an. Da fährt im Prinzip die Hauptstrecke lang. Und genau, da gibt es dann noch eben eine Systemwechselstelle für eben die angesprochenen zwei Systemstadtbahnen. Bin mal gespannt, wie das da so aussieht. Sollte man von dieser Richtung auch gar nicht machen. Das heißt, es ist nur aus der anderen Richtung, kommt man da runter. Aber gucken wir mal, wie das später so umgesetzt ist. So, einmal auf hier die Hütte. Ja, wird schon witzig. So, ich erzähle schon wieder viel zu viel Müll, aber so, wo sind wir denn gerade? Spieler zentrieren. Elmendinger Straße, okay. Und dann treffen wir hier dann im Prinzip auf die 1, die dann da einmal durchhuckelt. So gut, die Signale, das ist natürlich, würde man hier so nicht antreffen, aber ich denke mal, mit den vorhandenen Elementen, die man hier verbauen kann, denke ich mal, ist das eine Sache, wo sich derjenige so ein bisschen was dabei gedacht hat, ne? Ich kann euch echt die Vergleichsbilder ans Herz legen. Wer jetzt auf den ersten Blick sagt, Tull sieht voll scheiße aus, passt doch gar nicht. Schaut euch mal die realen Vergleichsbilder an. Also da wurde echt drauf geachtet, dass man im Rahmen des Möglichen da das ordentlich umsetzen kann. Weil für meinen Teil mir gefällt das echt sehr gut. Finde es eine coole Sache, dass man hier jetzt im Train Simulator auch mal so eine Art Bahn hat, die man fahren kann, weil größtenteils ist es natürlich tatsächlich Regionalverkehr, Fernverkehr, S-Bahn und sowas ist eigentlich tatsächlich stark unterrepräsentiert. Gut, mit U-Bahn in Frankfurt hast du natürlich so ein innerstädtisches Nahverkehrsnetz dann doch ganz gut, aber gut, aber das ist es vielleicht auch nicht unbedingt das richtige Spiel dafür, ne? Es ist nicht der Simulator dafür, wo man sowas darstellen kann. Es sind ja auch viele Kritiken, die dann eben in Richtung U-Bahn Frankfurt gehen, die Richtung. Aber ich glaube, dass das einfach mit diesem Simulator einfach halt schwierig umsetzbar ist. Einfach gerade weil solche Sachen wie Straßenverkehr und so ein Kram Kreuzungsdarstellung einfach stark erschwert werden, wenn man das alles nicht unbedingt als Objekt nachbauen möchte. Da geht natürlich alles, aber einfach der Interaktion mit dem Straßenverkehr ist halt absolut grauenvoll, würde ich jetzt sagen. Ja, kann man, denke ich, so gut und ganz beschreiben. So, also die S2 werden wir auch noch wahrscheinlich einmal abfahren, weil es da eben ein Verbindungsstück eben hier bis in die Innenstadt gibt. Was sich dann lohnen würde anzuschauen. Die 1 gucken wir uns noch an. Und ja, genau, das ist jetzt hier die, in Klammer, finale Version von dem Ersteller. Also die Version 6. Wir sind schon einmal quasi die Originalstrecke gefahren, wie sie in dem Add-on sich darstellt. Also gerade müsst ihr euch vielleicht die Videos von der S2 anschauen. Das hier ist jetzt da komplett neu gebaut. Also wir sind einmal die Standardstrecke gefahren, die ungemoddete Strecke. Und einmal die gemoddete, ich glaube in der Version 3 oder sowas in der Art. Und jetzt wurde eben der vorhandene Streckenabschnitt weiter verbessert und eben zusätzlich hier weitere Bereiche ausgebaut, die dann eben Verbindungsstrecken schlagen und das finde ich echt eine coole Sache. Gibt auch, glaube ich, eine fiktive S21 oder sowas, die dann in so ein Zweisystem-Dings darstellen soll. Man fährt eben dann später auf die Hauptstrecke zum Hauptbahnhof oder so ein Kram, aber ja, könnte man vielleicht mal irgendwann im Stream vielleicht Interesse besteht, aber jetzt haben wir erstmal drei Videos, die wir hier machen können. Null. Ich fahre nochmal null, ne? Mach ich mal. Genau, und ich bin mal so ein bisschen da rechts, zweig jetzt im Prinzip die 1 in Richtung Durlach ab. So. Was kann ich bei der Vor- oder danach halten? Müssen wir dann beiden halten. Ich war hier ein, zwei Mal, so von der Strecke kommt es einem einigermaßen bekannt vor, aber
So die genauen Eigenheiten kennt man dann doch nicht. Wir halten einfach mal an, ne? Umsteigmöglichkeit in Richtung Durlach. So, muss auch noch beschleunigen hier berghoch. So. Genau, und wir müssen, glaube ich, ein bisschen stärker stehen bleiben, genau. Genau, dass wir ein Zweirichtungsfahrzeug haben mit Türen auf beiden Seiten, ist auch was, das man quasi gar nicht bräuchte, weil eben die ganzen Einsystem-Stadtbahnlinien und die Straßenbahnlinien eigentlich mit Einrichtungsfahrzeugen befahren werden, also zum einen Wendeschleife und zum anderen auch mit Türen nur auf einer Seite. Da irgendwie so grob die Regel besteht, Einrichtungsfahrzeuge sind Einsystemfahrzeuge, das heißt alles, was in einem Stromsystem fährt, wendet und hat den Ausstieg dann auf der rechten Seite. So ist wahrscheinlich ja ein bisschen effizienter, sitzplatzmäßig und so ein Kram, da kriegt man ein bisschen besser Sachen unter. Jo, genau, und das müssten wir eigentlich kurz gucken. Genau, da unten ist, oh cool, das möchte ich mir gerne ganz kurz angucken. Ich bleibe mal kurz da stehen. Ich gehe mal davon aus, dass das Signal da vorne kurz rot ist. Ne? Wir müssen mal ganz kurz warten. So, dann kann ich mal ganz kurz was dazu sagen. Und zwar, genau, da unten Bahnhof Durlach. Sieht gut aus, aber ich glaube, der war auch schon da. Was jetzt sehr wahrscheinlich neu gemacht wurde oder halt ein bisschen besser gemacht wurde, ist hier einmal der Abzweig. Da kommen die zwei Systeme quasi hier runter, halten dann da nochmal. Okay, da vorne hört es dann quasi auf, da ist er nicht mehr weitergebaut. Aber halten im Prinzip hier einmal in dem unterdachten Bereich. Das sieht auch noch echt ordentlich aus. Gut, da vorne wird es dann quasi unreal. Aber da vorne wäre dann im Prinzip die Systemwechselstelle, wo dann, genau, gut, ist noch ein bisschen weiter vorne. Hat man noch eine Wendemöglichkeit für alle Züge, die kaputt gehen würden, wenn man weiterfährt. Aber, ja, da gibt es im Prinzip dann da hinten dann auf die Hauptgleise, ein bisschen später, aber im Prinzip dann auf das DB-Stromnetz. Exakt. So, und hier auch tatsächlich echt gut getroffen, die vierspurige Straße, getrennt mit den Straßenbahngleisen in der Mitte. Ja, genau, Autoverkehr ist hier echt ein Train-Simulator und Zustand. Deswegen ist das nichts, was ich jetzt irgendwie beachten werde, großartig. Ach komm, wir halten mal hier in der Mitte. Ich fahr's ja nicht so weit vor, ist mir jetzt egal. Gut, ich hätte mir einfach hier den Bahnhof angucken können, gell? Einfach hier aussteigen können, um mal so ein bisschen flü-flü. Kann man da eigentlich auch runter? Also ist das dafür gedacht? Haben die sich das gedacht, dass man hier runter kann? Wie ist denn das Ende hier gemacht? Ja gut, okay, das ist jetzt halt einfach, ne, damit man hier einfach ein Ende hat. Wie sieht denn das hier aus? Also genau, wir stehen jetzt hier an der Untermühlstraße. Halten am Bahnhof Durlach. Ach, das ist Durlach-Hubstraße. Ja gut, okay. Das stimmt dann nicht so ganz. Genau, hier ist dann quasi Ende. Ich glaube, der Teil war schon da. Hier Karlsruhe Hauptbahnhof und eigentlich soll es dann hier weitergehen. Ja, guck mal, kommen wir vielleicht auch so einen kleinen Regionaldienst mal fahren. Mal gucken, wie die Strecke da umgesetzt ist zwischen Karlsruhe, Durlach und Hauptbahnhof. Einmal mal schauen, ne? Was man nicht alles hat auf der Strecke, du. Ich könnte so viel entdecken. Ich finde das mega geil mit der Mod. Vor allem auch schön über den Steam Workshop einfach zu installieren. Also ich bin mega Fan. So, hier kommen wir ein bisschen hier Geschwindigkeit. Guten Tag, ja, guten Tag. So, was sind hier, glaube ich, 70 oder 80 oder so, ne? Kann man schon ein bisschen... Genau, Durlach Center ist auch irgendwo hier oder schon gewesen. Das sind hier viele Möbelhäuser. Ich glaube, da wird auch ein Ikea gebaut aktuell. Also hier ist dann schon eher so ein bisschen größer angelegtes Industrie... Gewerbe ist es ja eher, sehr nicht Industrie. So. Aber ich glaube, 80 schon ist denn hier dann doch nicht, gell? Na gut, ist egal. Wenn wir es aushalten können, nur so. Ankündigung auf 40. Ja, okay. Ja, der Straßenverkehr im Train Simulator ist ein Zustand, der seinesgleichen sucht. Ja, das mit den Autos ist absolut nicht schön. Also absolut nicht. So Durlach-Weinweg ist das hier wahrscheinlich. Ich vermute mal. Bin mir aber auch nicht sicher. Und ich hätte es ein bisschen weiter hinten gehalten. Ich glaube, hier ist das HR so da. Dann bleibe ich mal hier stehen. So. Der bremst doch gegen Ende immer so etwas knackiger. Naja, gut. Knackig. Mittelstraße, Weinweg, haben wir auch schon. Tullerstraße, Verkehrsbetriebe. Noch kurz weitere Info vielleicht für alle. Na gut, interessiert dich keinen, ist egal. Nächste Haltestelle, Tullerstraße, da ist was ganz Schickes eingerichtet. Und zwar wurde die umgebaut in letzter Zeit, damit die quasi für die verschiedenen Fahrzeuge barrierefrei erreicht werden kann. Und zwar
Die zwei Systeme sind Mittelflurfahrzeuge, damit die quasi einen ebenerdigen Einstieg auf den normalen extern liegenden Bahnstationen quasi haben, auf DB-Niveauhöhe. Und da gibt es im Prinzip einen hohen Bahnsteigteil, wo man im Prinzip da dann komplett ebenerdig aussteigen kann. Dann geht es ein klein bisschen runter und da kann man dann vorne in die Niederflurfahrzeuge auch ebenerdig einsteigen. Das ist eine ganz coole Sache eigentlich. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie es dann aussieht, ob wir hier nochmal halten oder nicht. Genau, und ab, also nach Tuller Straßenverkehrsbetriebe geht es dann in den, falls irgendwann mal da, in den gebaut werdenden Stadtbahntunnel. So, müssen jetzt eigentlich auch hier anhalten. Wie sieht es eigentlich aus? Ich habe doch eigentlich eingestellt, dass ich in die Dingsies da rein will, in die. Ich weiß nicht, wie der uns jetzt in die. Vielleicht da rechts rum. Mal gucken. So, das hier wäre jetzt im Prinzip eben der Punkt. Der hat man im hinteren Bahnsteigbereich eben einen hohen Bahnsteig und im vorderen Teil eben den für die niederflurigen Fahrzeuge. Gut, wir passen ja gar nicht hin als U3, aber pst. So, was wäre denn eigentlich jetzt unsere Aufgabe? Ja, im Prinzip müssen wir jetzt da rückwärts rein. Aber das ist sogar echt gestellt. Nicht schlecht. Cool, dann können wir im Prinzip hier, was nicht möglich ist eigentlich, den Führerstand wechseln. Oh, die Tür, die stresst aber ganz schön durch. Ich glaube, das mit der Tür ist nicht ganz so eine gute Idee gewesen. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich habe einen Bock gefunden, man darf nicht die Türen offen haben, wenn man da das Fahrzeug wechselt. So, machen wir zu hier, die Hütte hier. Gut, wir fahren dann mal nicht in die Abstellung, würde ich sagen. Also hier ist Ende. Leicht fiktivisiertes, vielleicht fiktivisierte Haltestelle Tuller Straße. Weil man eben zum Beispiel diesen Bahnsteig hier nicht hat, wenn man abzweigt. Da rechts geht es dann im Prinzip gegen Norden. Da kann man jetzt in dem Fall hier, das ist so auch nicht ganz real. Genau, da kann man hier im Prinzip auf die Linie S2 stoßen. Kommt dann eigentlich von hier, aber genau, da kommt man dann da oben weiter. Hier war dann genau früher der Einstieg, Hagsfeld Süd, und man kommt im Prinzip hier dann von der Station aus dahin. Da links wird dann die Linie 6 abzweigen, auch eine Neubaustrecke, aber gut. Interessiert wahrscheinlich eh keinen, weil wer sich hier auskennt, der kennt es eh, und weiß ich nicht, wer sich hier nicht auskennt, das ist eigentlich vollkommen egal, ne? Ich freue mich, dass die Strecke cool aussieht. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folge. Macht's gut, fair fürs Zuschauen, tschüss!